Stürmisches Ahoi! Mein Name ist Easy Cheesy und damit herzlich willkommen zu einem brandneuen Video. Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zurück zu Minecraft House. Ja, Freunde, es ist mal wieder soweit und ich bin so gespannt, euch das zu zeigen. Denn ich weiß nicht, ob ich es gesagt hätte, aber ich habe seit der letzten Folge ein bisschen was getan in unserem Haus. Denn wir haben nach der letzten Folge richtig viel Cash bekommen. Ihr seht, es sind nur noch 26 Smaragde übrig. Ich habe über die Hälfte ausgegeben von dem, was wir bekommen haben. Und das gucken wir uns jetzt einmal an, denn ich habe unser Haus ein bisschen umgebaut, Freunde. Und ich hoffe, dass es euch gefällt, Leute. Deswegen, lasst uns mal zusammen schauen, was hier so passiert ist. Wir sind schon viel zu weit gelaufen. Tada! Das ist unser Haus, Freunde. Es ist auf jeden Fall schon mal ein Grundpfeiler unseres Hauses. Steht hier Spaghetti. Wie gefällt es dir? Du hast hier deine kleine Hundehütte. Dann haben wir hier den Fressnapf. Hier haben wir erstmal den Eingangsbereich. Natürlich steht jetzt erstmal nur die erste Etage, Freunde, weil mehr konnten wir einfach noch nicht machen und ich wollte auch nicht alles ausgeben an Geld. Ein bisschen was können wir ja auch mal sparen. So, dann haben wir hier eine Werkbank, eine wunderschöne Lampe, die uns dann Licht spendet in der Nacht. Wir haben schon ein Gemälde, das haben wir schließlich bekommen von diesem irren Typ halt, der da Geheimagent ist und so. Wir sind nämlich in der letzten Folge, Freunde, falls ihr euch erinnern könnt, wir sind Geheimagenten geworden. Zumindest wurde uns eine Ausbildung zum Geheimagenten angeboten und da haben wir gesagt, ja, das machen wir doch auf jeden Fall. Klingt nach einem guten Job. Ja, dann haben wir ansonsten noch hier unseren Küchentisch. Ich hatte auch vor, jetzt demnächst mal hier die Küche einzurichten. So, das hatte ich mir so vorgestellt, dass dann hier so ein paar Sachen stehen. So ein Ofen vielleicht und vielleicht ein Kessel oder sowas. Und dann hier kann man... Oh Gott, wir haben es abgebaut. Oh nein! Mal schnell wieder dahin. da kann man dann zum Beispiel dann eben so den Küchentisch vielleicht sogar hier raufstellen oder sowas. Da hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und dann auf dem Wasser sozusagen frühstücken und hier ist dann alles offen. Da guckt man raus, hier fehlt uns noch ein bisschen was an Holz. Ich glaube, die Glas brauchen wir da auf jeden Fall. Genau. Ja, Freunde, das ist auf jeden Fall, das sind die Grundpfeiler unseres Hauses. Hier die erste Etage, relativ klein. Freunde, falls ihr das noch nicht gesehen hattet, das Haus gehört nicht nur mir, sondern hier wohne ich quasi mit meiner Mutter zusammen. Das bedeutet, hier ist quasi ihr Bett und da ist mein Bett und hier entstehen dann auch zwei verschiedene Räume, ne? Also hier kommt dann noch so eine Abgrenzung mit hin und so weiter, aber das ist alles noch im Bau, von daher ist es einfach nur provisorisch erst einmal. Und hier ist unser wunderschöner Computer, mit dem wir in Minecraft Maus kommen. Yeah, yeah! Okay, das war's erstmal zu unserem Haus. Ansonsten bin ich gespannt, wann wir Geheimagenten werden können, Spaghetti, aber ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg, nochmal kurz zum Baumarkt, denn ich habe noch so ein paar Kleinigkeiten. Uhrala, da geht's gar nicht lang, haben wir neue Post, ich glaube nicht, da haben wir vorhin schon mal reingeguckt. Ich glaube nicht, dass wir so neue Post haben. Wir setzen uns mal unsere coole Sonnenbrille auf, mit der wir super fresh aussehen. Nein, Freunde, die sieht einfach nur affig aus. Wisst ihr, warum bin ich eigentlich gerade? Weil die mitten auf unserer Stirn einfach sitzt, ne? Das sieht echt nicht gut aus. Aiden, was machst du hier? Hey! Hi! Hallo! Servus, meine Liebe! Yo, moin, moin! Moin, was willst du hier? Ich habe mir gerade meine Wettschulden von der Schnarchnase zurückgeholt, die hier wohnt. Oha. Ey, lass uns auch wetten, sagt er. Okay. Um was denn? Ich habe ein eigenes Spiel geschrieben und ich wette um ein Pferd, dass du es nicht schaffst. Ein Pferd? Ey, wie cool. Okay. Okay, bin dabei. Also um ein Pferd würde ich gerne wetten. Du, und was soll ich dir geben, wenn ich verliere, Freunde? Ich glaube, da müssen wir ihm alle unsere Smaragde geben oder sowas. Aber wir werden das schaffen. Haha, na dann viel Glück. Ich will sehen, wie du verlierst. Gehen wir zu dir. Ja, komm mit, los. Komm mit, du Troll. Wir gehen gerne, genau. Freunde, Aiden könnt ihr euch sicher daran erinnern. Der hat mich in der letzten Folge permanent getrollt. Deswegen habe ich ihn auch gerade Troll genannt. Der hat die ganze Zeit mit Bällen nach uns geworfen. Und der hat uns irgendwie die Tür vor der Nase zugeknallt. Und der hat uns Feuer gesetzt und der hat uns geboxt und so weiter. Und ich denke mal, dass wir uns vielleicht so ein bisschen revanchieren können. Jetzt bei ihm, wenn wir sein Spiel locker easy hinkriegen. Denn ihr wisst ja, Easy ist ein Minecraft-Profi. Egal, was für ein Spiel der uns hier geschrieben hat, wir machen das easy, okay. Dann komm mal her hier. Wir setzen uns mal am Computer. Ist ein Computerspiel? Warte mal. Computerspiel? Oder was meinst du für ein Spiel? Ha? Huh? Ja, oh, okay. Er schreibt ja, dann machen wir uns mal, setzen wir uns jetzt mal hier hin, so, okay. Da legt er das ein, okay, dann würde ich sagen, let's go.
Level 1. Okay, wir sind hier scheinbar in seiner Map gelandet. In Level Nummer 1. Okay, mal gucken, worum es hier überhaupt geht. Und dass wir nicht irgendwo hier in irgendwelche Fallen tappen oder sowas von ihm. Weil das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass der Aiden uns hier irgendwo wieder in Fallen laufen lässt. Das heißt, wir werden jetzt uns so weit wie möglich wegstellen, wenn wir zum Beispiel Truhen öffnen. Okay, hier ist ein Eisen. Hier ist ein Eisen. Ist da unten noch irgendwas? Seht ihr irgendwas? Ich glaube, ich sehe da nichts. Es ist schon verflixt dunkel da unten, aber okay. Dann öffnen wir die nächste Truhe und da ist ein Knopf. Okay, nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier das Gemälde. Dahinter ist auch noch was. Okay, sehr gut. Da haben wir das zweite Eisen. Sehr, sehr nice. Aber ich weiß noch nicht, was uns das bringt. Können wir hier noch irgendwas anderes tun in diesem Raum? Vielleicht eine Schallplatte ist hier auch nicht drin. Okay. Und ansonsten sieht es nicht so aus, als wäre hier noch was. Das heißt, wir werden jetzt mal versuchen, den Knopf hier zu platzieren und in das nächste Level zu kommen. Nee, ist noch gar nicht das nächste Level, aber okay. So, das geht auf. Hier ist ein bisschen Wasser. Da. Okay, hier ist auf jeden Fall, hier sind Flaggen an der Wand. Dahinter ist, glaube ich, nichts. Was können wir denn hier noch machen? Was hat er uns denn hier Schönes vorbereitet? Da ist ein Eimer, ne? Okay. Freunde, ich glaube, ich weiß, worum es hier geht. Da ist eine Truhe und da ist noch ein Eisen. Okay. Okay. Das bedeutet, wir werden einen Eimer machen jetzt. Und wir werden entweder das Wasser hier rausmachen. Die Tür geht auf. Als ob die Tür einfach aufgeht. Ich dachte gerade, wir müssen alle Eimer befüllen, aber wir mussten nur das Wasser rausmachen. Sollen wir das dann reinmachen? Nee, da passiert gar nichts. Okay, nee, dann war alles richtig. Level 2, nice. Was sollen wir denn jetzt tun? Und wie lang ist überhaupt die Map, die er hier gemacht hat? Der andere scheint es ja nicht geschafft zu haben. Das heißt, es könnte tatsächlich ein bisschen schwieriger sein, als man so denken würde. Hier ist eine Endertruhe und da ist nichts drin. Okay, hier sind ganz viele Spinnenweben, Ambosse oder Ambi. Keine Ahnung, was in der Mehrzahl von Amboss ist. Weiß ich nicht, Freunde. Und da unten ist ganz viel Wasser und man kann nichts sehen. Also ich weiß nicht, ob ihr da unten was erkennt, aber für mich ist es alles viel zu dunkel. Ich sehe da gar nichts einfach. Keine Ahnung, ob da unten irgendwas im Wasser ist. Ich würde sagen, da warten wir erstmal ab. Andererseits steht da, man soll nach oben. Oh Gott. Oh Gott. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört, Freunde? Habt ihr dieses Geräusch gehört? Oh mein Gott, was war das denn? Aber wartet mal, hier ist ein Slime-Block. Okay, wenn wir jetzt hier drauf gehen. Hier auf den Slime. Oh mein Gott, aua. Das tat weh. Das tat richtig schön weh. Wenn wir jetzt. Hey! Okay, nochmal, Freunde. Jetzt Geduld. Ja, okay. Wir dürfen nicht ungeduldig werden. Können wir da drauf stehen? Nein, wir können scheinbar nur hier drauf stehen, wenn wir hier drauf springen. Oh nein, wir haben es wieder nicht geschafft, Freunde. Wir müssen es schaffen. Ey! Oh nein, wir haben auch schon Leben verloren, ne? Okay, jetzt hier drauf. Und es geht nicht. Und es geht nicht. Oh Mann, das war so eine coole Idee. Ich dachte, wenn man darauf springt, dann könnte man... Oh, schade, Schokolade. Ey, vielleicht geht das wirklich nicht. Nein, das funktioniert nicht, Freunde. Das funktioniert definitiv nicht. Okay, wir werden nochmal versuchen, die oben zu öffnen. Vielleicht beim zweiten Mal. Hört ihr das? Ihr hört das doch. Ach so, die Tür ist offen. Hä? Jetzt ist die Tür offen? Ach so, man musste dreimal die Truhe öffnen. Oh Gott, keine Ahnung, was das hier gerade für ein Rätsel war. Ich weiß es nicht, Freunde. Aber wir machen mal weiter und gucken mal, wo es hier weitergeht. Okay, jetzt kommen wir in eine Art Labyrinth, wie es mir aussieht. Ah nee, da kommen wir her. Oh Gott, ich habe mich jetzt schon verlaufen. Wir sind hier direkt am Anfang und haben uns jetzt schon hier schon wieder verlaufen. Okay, hier geht's lang vielleicht. Unten oder oben. Hier unten geht's nicht lang. Das heißt, wir werden jetzt nach oben gehen und mal oben schauen. Okay, hier lang vielleicht. Oh Gott, Labyrinthe sind echt nicht meine Stärke, Freunde. Man soll immer in eine Richtung gehen und ich renne trotzdem immer in die andere. Okay, wir gehen mal nach oben. Eben ging's ja auch nach oben. Wenn wir jetzt hier nach oben gehen, schauen wir mal, ob das vielleicht der... Level 3! Nice! Okay. Was ist das denn? Wieso können wir hier nicht rauflaufen? Wir können hier einfach... Wieso können wir nicht auf den Teppich laufen? Wir können nicht gerade auf den Teppich laufen. Ich weiß nicht, warum. Oder allgemein, wir kommen hier nicht rauf. Freunde, wir kommen hier nicht rauf auf den Teppich. Wahrscheinlich müssen wir da dieses... Ah, hier! Ist das ein Labyrinth? Wir sind hier... Ah, hier sind unsichtbare Blöcke überall. Freunde, wir können hier... Ah! Was ist passiert? Was ist hier gerade passiert? Hier ist was passiert, Freunde. Oh Gott, wie kommen wir jetzt hier wieder weg? Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Okay. Hier ist scheinbar der dritte Raum. Hier sind Betten. Okay. Eine Druckplatte. Die macht scheinbar nur das Licht an. Okay. Die Druckplatte macht nur das Licht an. Und die macht auch nur das Licht an. Hier hinter dem Gemälde ist leider nichts. Okay. Hätte ja klappen können. Hier ist ein Minecart. Oh yeah.
Oh yeah! Juhu, wir können mit dem Minecart fahren, aber das bringt uns so nichts. Okay, hier sind ein paar Boxen. Und wenn wir die da hinten öffnen... Nee, das geht, glaube ich, nicht. Können wir die öffnen, wenn wir die da geöffnet haben? Nein, okay, die Boxen lassen sich so nicht öffnen. Wie kommen wir hier weiter? Freunde! Musik? Kommen wir mit Musik weiter? Nee, ne? Mit Musik kommen wir auch nicht weiter, okay. Rot? Weiß wurde zu rot. Das wird auch zu rot? Und es wird auch zu rot. Hä? Was sollen wir tun? Weiß? Weiß? Hallo? Weiß? Und weiß. Nee. Hä? Das bringt uns doch hier gerade nicht weiter. Was sollen wir denn tun? Jetzt sehe ich's. Jetzt sehe ich es, Freunde. Seht ihr da die komischen Blumen da vorne? Okay. Weiß, orange, rot. So, warte mal. Hier so rot hin. Und hier muss pink hin. Und es ist offen. Es ist offen. Nice. Hier sind die Betten unten. Müssen wir da jetzt reinspringen oder müssen wir an der Seite vorbei oder sowas? Ich weiß es nicht, Freunde. Wir haben einen Knopf. Oh mein Gott. Wir haben einen Knopf. Kann platziert werden auf Diamantblock. Okay, 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 Freunde. Wir haben einen Knopf gefunden. Oh mein Gott, sei Dank, ey. Ich dachte schon, wir kommen hier gar nicht mehr weiter. Das ist ein Kreislauf hier. Der Kreislauf des Lebens, ne? Es ist echt eine wahnsinnig schwierige Map. Und es wundert mich sehr, dass Aiden sich sowas hier ausgedacht hat. Wartet mal. Wenn wir hier mal hinterspringen könnten... Wir können es ja mal versuchen. Alter, die geht nach oben. Die geht nach oben, seht ihr das? Und, oh nee, da ist glaube ich nichts, oder? Ich weiß nicht, hätten wir das geschafft? Und, oh, wir sind nicht gesprungen. Okay, 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 wir versuchen es weiter, Freunde. Ich würde gerne mal gucken, ob dahinter dem Gemälde irgendwas ist. Können wir das, wir können das sogar, da ist was. Hier ist was, hier ist ein Diamantblock oben. Wartet mal, da vorne waren auch zwei. Ich habe den jetzt mal noch nicht platziert, weil hier eben zwei waren. Jetzt ist da noch ein dritter. Und wir wissen nicht, auf welchen wir den packen sollen, den Knopf. Okay, wir suchen mal da reinzukommen in diesen kleinen Secret Room da hinten. Und jump. Und wir sind... Ja, Freunde. Es muss klappen. Wir müssen diesen Sprung doch schaffen. So weit ist es nicht. Okay, Sprung, Sprung und... Ja, wir sind drin. Okay, hier kommt die Diablock. Wollen wir den Knopf dahin machen? Wollen wir den dahin machen oder auf die anderen Diablöcke? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber das ist so... Eigentlich wäre es hier, glaube ich, schon sinnvoller, weil das hier so ein Geheimraum ist, Freunde. Und außerdem ist der Block da anders. Seht ihr das? Der Block ist... Irgendwie sieht der anders aus als die anderen Quarzblöcke hier. Passiert hier irgendwas? Keine Ahnung. Okay. Hört ihr... Das habt ihr gehört, oder? Ich glaube, da... Es ist auf! Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Es ist offen! Es ist offen! Ja! Nice, Freunde, wir haben es geschafft. Yeah, yeah. Wir setzen uns mal unsere coole Sonnenbrille aus, die ultra fresh aussieht. Wie immer. Und da ist er und ist sauer. Das war ja klar. Das ist ja schon wieder... Was soll denn das hier? Warum zündest du mein Haus an? Lass das. Ey. Du wolltest mir ein Pferd schenken. Der soll uns doch ein Pferd schenken. Warum schenkst du uns kein Pferd? Jetzt rennt er weg. Jetzt rennt er einfach weg. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben gewonnen, Freunde. Ich wollte mich gerade freuen, dass wir gewonnen haben. Und dann rennt er einfach weg und hat uns ein Schaukelpferd hier gelassen. Alter! Dein Ernst? Ist das wirklich dein Ernst? Mal ganz wirklich? Wir kriegen einfach ein Schaukelpferd. Er hat gesagt, wenn wir sein Spiel schaffen, dann kriegen wir ein Pferd und er gibt uns ein Schaukelpferd. Na, herzlichen Glückwunsch. Wow, okay. Das ist ja echt ätzend, Freunde. Das muss ich schon sagen. So ein Fiesling. Aber gut, okay. Damit hätte ich auch rechnen müssen, dass der schon wieder irgendwie so eine Sache bringt. Ey, komm. Wenigstens Spaghetti haben wir jetzt ein Schaukelpferd. Weißt du, das kann dir hier draußen so ein bisschen Gesellschaft leisten, dass du nicht ganz alleine bist oder wir stehen es rein. Ich weiß es nicht. Was soll ich mit dem Schaukelpferd? Aber es sieht ganz gut aus, Freunde. Es sieht immerhin ganz gut aus. Das können wir uns als Deko vielleicht irgendwo hinstellen. Das ist ja auch gar nicht mal so schlecht. Aber es ist schon so ein bisschen gemein, dass er uns kein richtiges Pferd geschenkt hat. Muss ich schon sagen. Das macht mich echt
kleines bisschen traurig, aber gut, okay. Wir stellen uns unser Schaukelpferd jetzt erst einmal hier hin, haben wenigstens ein Pferd gewonnen. Wenn auch kein richtiges Pferd, was wir nicht bekommen haben, aber wir haben ein Pferd. Ist ja egal, was für ein Pferd, wir haben jetzt ein Schaukelpferd. Immerhin haben wir die Map geschafft und wir haben Aiden mal gezeigt, was wir so drauf haben und dass er uns nicht immer nur veräffen kann, sondern dass wir auch mal ein bisschen was zurückgeben können und wie gut wir eigentlich sind. Und ich würde sagen, jetzt zum Abschluss des Tages, ich hatte nämlich eigentlich vor, noch so ein bisschen mit euch weiterzuarbeiten am Haus, da können wir doch vielleicht nochmal eine Kleinigkeit kaufen gehen. Was ich mir eigentlich wirklich mal wünschen würde, so für mein Zimmer, ist so ein bisschen was an Einrichtung, ne? Weil wir haben eigentlich, alles was wir haben, ist im Moment ein Bett und ein Schaukelpferd und es ist noch nicht so wirklich viel, deswegen sollten wir... Ey, Mama, was machst du denn hier? Hier sitzen unsere Mutterfreunde, hallo! Hey, schön dich zu sehen, hi Easy, hi Mama, na wie geht's dir, was machst du denn hier? Hallo! Schön, dich zu sehen, schreibt sie auch. Ja, das muss ich auch sagen. Gut, dass du mir die Worte aus dem Mund klaust hier. Ich warte gerade auf die Lieferung eines Möbelstücks. Das wird eine Überraschung für dich. Oh, cool. Danke. Danke. Ich, freue mich. Ich bin dann mal einkaufen. Bis später. Okay, wir sehen uns dann später, weil ich wollte auch einkaufen gehen. Und hier ist der nette Baumarktmitarbeiter, der schon wieder nicht mit mir reden will. Bis später, schreibt sie. Jo. Okay, Freunde, wir gehen mal nach oben. Schön, dass unsere Mama hier auch gerade einkauft. Und was brauchen wir? Was brauchen wir? Was brauchen wir? Hier ist noch ein Mitarbeiter. Ich glaube, bei dem waren wir noch gar nicht bisher. Ich wollte eigentlich mit euch eine Küche kaufen. Das wollten wir nämlich auch demnächst mal machen. Und was haben wir denn hier? Ein Chair, also ein Stuhl in Rot, ein Stuhl in Blau, eine Spüle, eine Anlage für die Küche, Armaturen, einen Ofen, eine Herdplatte, eine Kochinsel und einen Kühlschrank. Okay, was braucht man alles in einer Küche? Wir brauchen natürlich erst einmal, ich würde sagen, wir holen uns erst einmal zwei Stühle, weil wir wohnen da ja zu zweit. Dann könnten wir uns noch holen, oh Freunde, das ist alles so verflixt teuer. Alles so verflixt teuer, Freunde, was sollen wir uns denn noch holen? Wir können uns natürlich jetzt hier, wir können uns einen Ofen kaufen oder wollen wir uns einen Kühlschrank kaufen, aber der ist so teuer auch. Oh Gott, was sollen wir denn machen? Was sollen wir machen? Wir holen uns erstmal einen Ofen, würde ich sagen. Jetzt haben wir noch 12 Smaragde übrig, Freunde. Bevor wir jetzt hier irgendwie großartig noch einrichten oder sowas, brauchen wir ja auch nochmal das, was, sage ich mal, drumherum ist. Das heißt, Sir, könnten Sie jetzt bitte irgendwann mal da aus Ihrer Ecke kommen? Ich weiß nicht, was für eine Pause sie da gerade machen in der Ecke und was sie da so treiben, aber ich würde gerne mit ihnen reden, Mister. Okay, Mister, gut, dass sie da jetzt mal rausgekommen sind, denn wir wollten eigentlich noch was kaufen. Ich würde nämlich ganz gerne noch ein bisschen was an Fichtenholz holen und ich weiß, es ist echt so teuer, Freunde, und wenn wir das jetzt wieder ausgeben, haben wir gar nichts mehr. Aber wir brauchen das. Wir brauchen das. Wir lassen jetzt 4 Smaragde übrig, Freunde. 4 Smaragde und damit gehen wir jetzt nach Hause, okay? Wir sehen uns nachher zu Hause. Wir sehen uns nachher zu Hause und dann können wir ja, keine Ahnung, was du mir schenken möchtest, Mama, aber ich freue mich, egal, dass du uns schenkst hier. Okay, Freunde, wir gehen jetzt zurück, wir haben es schon wieder geschafft und wir haben nur 4 Smaragde auf unserem Konto, aber, ach, das ist einfach bei uns so, Freunde, das müsst ihr wissen, das geht so schnell hier, das ist alles so teuer und Smaragde sind echt nicht so viel wert. Ich finde die Preise halt wirklich heftig, muss ich sagen, ich finde es wirklich verdammt teuer, was man sich hier so kaufen kann in dieser Stadt. Allein so für einen Stuhl irgendwie so viel bezahlen zu müssen oder so. Oder wir verdienen einfach zu wenig. Ich weiß es nicht, Freunde. Dabei machen wir doch so viele Arbeiten. Wir haben schon so viel getan. Wir haben einen Ladendieb geschnappt und wir haben eine Verbrecherin, die aus dem Gefängnis geflohen ist, geschafft. Wir haben so... Geschnappt. Gott, das ist ein schwieriges Wort, Freunde. Wir haben so viele tolle Sachen hier schon für die Stadt gemacht und trotzdem sind wir einfach nur pleite. Okay, wir stellen mal unsere Stühle. Ich weiß nicht, wie wir das machen wollen, Freunde. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, den Ofen, den machen wir hier erstmal hin, okay? Den machen wir erstmal dahin. Können wir den Tisch hier abbauen? Den können wir abbauen und den können wir hier hinstellen. Dann könnten wir auf dem Glas Frühstück essen oder so. Das ist doch eigentlich ganz cool. Stellen die Stühle mal einen dahin und einen dahin. Das sieht nice aus, Freunde. Das sieht sehr, sehr nice aus. Und dann haben wir auch noch ein bisschen was an Fichtenholz übrig. Wir haben nämlich hier noch gar nicht alles so verbunden, wie es verbunden werden sollte. Das heißt, das müssen wir auch erstmal noch machen. So, und es ist schon wieder alle. Und ihr seht, wie wenig man bauen kann mit den Smaragden, die wir haben.
Es ist Ewigkeit, dauert es hier an unserem Haus zu bauen, Freunde. Aber wir geben nicht auf. Wir haben heute einiges geschafft, muss ich sagen. Klar, wir wurden von Aiden mal wieder so ein bisschen veralbert, ne? Oder veräfft, kann man schon fast sagen. Indem er uns ein Schaukelpferd gegeben hat und kein echtes Pferd, obwohl er uns es versprochen hat, Freunde. Aber, Spaghetti, weißt du, das ist, komm mal mit, mein Freund. Ich zeig dir mal, was wir hier alles schon gemacht haben, hier in diesem Haus. Wir haben heute es nämlich noch geschafft, einen Ofen mit einem Kuchen drin zu ersteigern, sozusagen. Wir haben Stühle bekommen, was auch sehr, sehr nice ist, mein kleiner Freund. Und jetzt kannst du hier nicht mit hoch, Spaghetti, weil du kannst halt nicht, denke ich mal, keine Leitern hochgehen. Und wir haben ein Schaukelpferd bekommen, Freunde. Von daher, es ist ein erfolgreicher Tag hier gewesen in Minecraft House. Meine Freunde, ich hoffe, die Folge von Minecraft House hat euch gefallen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall morgen im nächsten Video. Bis dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta!